Also die Bibel ist eigentlich voll mit prophetischen Handlungen. Man muss sich ein bisschen auf die Suche machen, aber ich will euch ein Beispiel geben. Zweite Könige 13, Verse 15 bis 19. Das ist einfach nur ein Beispiel. Elisa sprach zu dem König, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf. Und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Er aber sprach, ein Pfeil der Rettung vom Herrn. Ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Du wirst die Aramäer schlagen, ein Affe, bis sie aufgegeben sind. Und er sprach nur die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt mit inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünf oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer dreimal schlagen. Hier hat die Hand des Königs nicht gepasst. Und sie war auch nicht mit Glauben verbunden. Der König Joas führte die ihm durch den Propheten aufgetragene Handlung nur halbherzig durch und das verhinderte den vollständigen Sieg. Was ist der Grund dafür, dass prophetische Handlungen, die vom Herrn inspiriert sind und die in Überzeugung ausgeführt werden, in der geistlichen Welt etwas freisetzen? Wir finden im Wort Gottes dafür keine eindeutige Erklärung. Die Summe der Beispiele im Wort Gottes lässt uns sehen, dass etwas geschieht, wenn prophetische Handlungen im Glauben durchgeführt werden. Dann wird Gottes Kraft und Gottes Salbung freigesetzt. Bei allen Handlungen, die durchgeführt werden heute, jetzt in unserer Zeit, muss klar sein, dass wir die himmlische Anweisung brauchen. Das simple Kopieren einer prophetischen Handlung bringt uns nicht den gewünschten Erfolg. Ein Beispiel ist, das kann man öfter erleben, dass im Bereich der Fürbitte das Beispiel von Jericho genommen wird. Dieses siebenmal umgehen und dann fallen die Mauern. Und dann bleiben die Ergebnisse teilweise aus. Das lässt uns unzufrieden zurück. Kopiere also bitte nicht einfach eine Handlung, weder aus der Bibel noch aus irgendeinem Bericht. Drei Gelegenheiten, wo prophetische Handlungen eingesetzt werden können. Das erste ist prophetische Handlung in der Fürbitte. Da setzt dann die symbolische Handlung im natürlichen Raum einen spezifischen Segen im geistlichen Raum frei. Als Beispiel können wir nehmen 2. Mose 17, die Verse 11 bis 13. Es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, er setzte sich darauf. Aaron aber auch Tor stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwerts. Es gibt das auch als Beispiel, im Gebet für Einzelne Pfeile zu entfernen. Ich selber habe das noch nicht praktiziert, das geht zurück auf diese Stelle in Epheser 6 der geistlichen Waffenrüstung. Ergreift ein Schild des Glaubens, mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Dann gibt es prophetische Handlungen, etwas mitzuteilen. Diese Variante wurde vom Propheten Ezekiel benutzt. In Ezekiel 5 lesen wir die Versen 1 bis 4. Und du Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert. Als Schermesser sollst du das nehmen und damit über dein Haupt und über deinen Bart fahren. Danach nimm eine Waage und teile die Haare auf. Ein Drittel verbrenne im Feuer mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung vollendet sind. Ein Drittel nimm und zu Hause und Schwert bringst du sie her. Ein Drittel zerstreue ich den Wind, denn ich will das Schwert zu
Geldzahl haben, binde sie in die Zipfel deines Gewandes. Danach nimm von ihnen noch einmal etwas und wirf es mitten ins Feuer und verbrenne es im Feuer. Davon soll ein Feuer ausgehen, das ganze Haus Israel. Also, Hesekiel musste sein Haupt und sein Gesicht mit einem Schwert scheren. Ja, ich habe schon wieder Bart mit dem Bartschneider auf die Reihe zu kriegen, aber mit einem Schwert. Einfach als ein Zeichen. Und ich erinnere euch an den Propheten, der angewiesen wurde, eine Prostituierte zur Frau zu nehmen, als ein Bild für die Sünde des Volkes. Ich bin froh, dass ich kein alttestamentlicher Prophet bin. Meine Frau ist aber Gott. Ebenso bediente sich der Prophet Agabus dieses Werkzeugs der prophetischen Handlung. Apostelgeschichte 21, 10. Als wir uns mehrere Tage noch aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Er kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, wand sich die Hände und die Füße und sprach so, spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, der nun in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Und das Schöne ist, dass er es dabei belassen hat, also keine Ausreden, die er zumindest gegeben hat, sondern es Paulus überlassen hat, was er mit dieser prophetischen Handlung anfängt und wie er sie umsetzt. Dann gibt es prophetische Handlung als Demonstration des Glaubens. Das zeigt uns Jesus in Lukas 17, in den Versen 12 bis 14. Lesen wir, bei seiner Ankunft in einem Dorf begegnen ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priester. Und es geschah, wenn uns sie hingegen, wo sie meinten. Jesus hat also in keinster Weise irgendeine Handauflegung oder sonst etwas gemacht. Er hat einfach nur gesagt, geht hin, dann zeigt euch den Priester. Sie mussten sich den Priester zeigen, damit der Priester bestätigt, dass sie rein waren. Sie waren ausgeschlossen in der Gesellschaft unter lebenslanger Quarantäne sozusagen. Und wir wissen das als Bibelkundige, dass auf dem Weg, während sie gingen, die Heilung kam. Also eine prophetische Handlung für Heilung. Oder als Demonstration des Glaubens. Und das vierte ist prophetische Handlung für Heilung. Hier möchte ich Naaman anführen. Naaman war ein Minister, ein hoher Beamter und war krank. Ich glaube, er hatte auch Aussatz. Und keiner konnte ihm helfen. Und er ging zu seinem König und fragte: Kennst du jemanden? So als letzte Hoffnung, und der König sagte zu ihm: Ja, ich habe gehört, in Israel ist ein Mann, gab ihm Schriftstücke mit, und der Ehemann fuhr dann zur Regierung in Israel, und da wusste sie natürlich, das war Elisa. Und Naaman hatte eine klare Vorstellung, wie die ganze Sache abläuft. Er war fixiert und entsprechend seinem Status und ja, und Elisa bewegte sich nicht mal selber zu ihm, er schickte einen Boten. Und da war Naaman schon aus dem Häuschen. Und der Bote sollte dann sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und wirst rein werden. Die erste Reaktion von Naaman war: Naaman fürchte dich zornig und sagte: Sind nicht zu Hause Flüsse genug, die viel sauberer sind wie der Jordan? Und wo sein persönlicher Adjutant ihm dann sagt: Du verlierst doch nichts. Mach doch, was der Prophet gesagt hat. Und wir wissen dann 7-mal. Und beim 7-mal war er vollkommen geheilt. Also da sind überall prophetische Handlungen. Und zu Punkt 3. Prophetische Handlungen als Demonstration des Glaubens.
In der Zeit, wo Corona anfing, also die erste Welle, ich arbeite in einem Seniorenzentrum in der Betreuung und auf der ich arbeite auf dem unteren Wohnbereich und im oberen Wohnbereich hatten wir dann irgendwie 1, 2, 3 Leute, die an Corona erkrankt waren. Es war Ende November und so die Erwartungshaltung aller Kollegen war, jetzt kriegen das alle. Und ich habe dann gesagt, das muss ja nicht sein. Und der Herr hat mir dann wirklich aufs Herz gelegt, wir haben so Türschmuck im Advent. Den musste ich aufhängen. Und dann habe ich so eine kleine Flasche Öl in meiner Tasche gehabt und habe jede Tür, also Bewohnertür, ich konnte ja nicht zu den Bewohnern gehen, ich möchte sie gerne mit Öl salben. Also hat der Herr mir diesen Eindruck gegeben, ich soll jede Tür schön das adventliche Ding da aufhängen, den adventlichen Schmuck, und jede Tür habe ich denn berührt und habe da Öl drauf gemacht. Und es ist tatsächlich so, in der ersten Welle sind oben alle erkrankt und leider auch 13 Personen gestorben. Und bei uns unten auf dem Wohnbereich hatte keiner Corona. Halleluja. Und das ist so wirklich, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, wirklich zum Schutz